zwar kann ich jetzt hier Staff Management erforschen, quasi Trainingsoptions. Hier sieht man auch jetzt Chris Level 2, Designpunkte 300, Technologie 300, Geschwindigkeit 300 und entwickeln oder halt erforschen 300. Und ja, wenn wir mal hier Staff Management, da können wir dann Leute einstellen. Ups, da ist weggeklickt. Ich kann natürlich nur eins gleichzeitig machen. So, wir haben jetzt ein bisschen was auf der hohen Kante, also wir können jetzt auch mal hier kurz den Willi schwingen. Keine Ahnung, ja. Die Seele baumeln lassen. Ihr wisst schon, was ich meine. Nicht wahr? Okay. Well done. Training complete, ne? Blablabla bla, bla und so weiter. Und gleich nochmal gucken, was wir dann noch so haben. If you want to create hit games, also wenn du ein gutes, wirklich Kracher-Game machen willst, oder? Genau. World-Class-Team and Training is important. Und wir ein Weltklasse-Team haben, dann ist Training sehr interessant. Für das beste Ergebnis trainiere dein Team regelmäßig. Aber okay, gut, also ich verstehe. Also ja, klar, Leute trainieren, damit die besser werden, aber nicht zu sehr, weil sonst sind die halt ja nicht zu oft untereinander, ne? Sonst sind die so ein bisschen im Stress und. Und es gibt verschiedene Trainingsoptionen. Blablabla. Bla, bla. Und manche Möglichkeiten sind besser, um die Certain, wenn ich es was Certain-Fähigkeiten zu erhöhen als andere. Und Experimenting, also wahrscheinlich hier Experimente machen, ist der beste Weg to blablabla, bla, bla, fit your plans, oh man. Ich lasse es mit dem Englisch. Wer es durchlesen will und es versteht, kann es ja gerne durchlesen, der mal anhält. Aber ich blicke auf jeden Fall nicht durch. Zumindest komplett. Ja, Game Dev Games Make Me Think. Game Design for Pirates. Don't repeat yourself. But I play with myself. Nein, natürlich nicht. Code incomplete. Am 1, wir machen hier Starte Training. Und ich glaube, bei den ganzen Sachen, da gehen halt unsere, da sieht man es gerade. Und der Nintendo ist nicht mehr länger supported. Der ist jetzt rausgeflogen. Wie der G64 auch schon. Und hier ist halt wie so ein Training, sieht man, da kriegen die Punkte dann nach oben. Wir haben jetzt nur Technologiepunkte erhalten, okay. Aber richtig viele. Geil. Okay. Und jetzt ist es so, wenn ich jetzt nochmal Training machen würde, würde man jetzt sehen, dass da bei den Code-In-Computer auf jeden Fall das hochgeht, das vielleicht, das vielleicht. So, und ich würde sagen, ja, ich entwickle nochmal ein Spielchen, aber alleine, ohne Steph. Bring jetzt mal ein Spiel für Kinder raus, denn die wollen die, ne, die wollen ja nicht zu kurz kommen, die sind ja schon so kurz, ne? Und, ja, keine Ahnung. Sport. Ist auch Zeit eigentlich für das neue Bundesliga-Spiel, aber wir sind ja jetzt hier nicht in der Real Life, ne? Also es ist jetzt ein bisschen, wir datteln halt rum, ne? Und, ja, mal gucken, ruhig volle Pulle. Plattform, Computer, Genre, Casual, Sport, machen wir einfach mal, pass auf, FIFA 91, weil wir schon Jahr 7 sind, ich wüsste auch nicht, wie ich anderes Fußballspiel nennen sollte, FIFA kommt. Natürlich jetzt kein Plan, was ich da jetzt für eine Kacke wurschtel. Auf jeden Fall beim Sport Casual Game ist, glaube ich, Story Quest total egal. Wichtig ist, glaube ich, Gameplay. Die Engine ist, glaube ich, auch nicht sicher. Wirklich Gameplay ist wichtig. Ich bin mir jetzt aber nicht sicher. Ach, mehr als ein Flop können wir hier nicht createn. Und man sieht auf jeden Fall, dass die monatlichen Kosten in diesem Büro viermal so hoch sind wie in der Garage. Dialoge sind, glaube ich, auch total egal. Ich glaube, das ist wichtig. Machen wir so. Mach mal so, so, wie gesagt, ich habe hier keinen Plan, was ich da gerade mache. Weiß auch immer noch nicht, was Artificial Intelligence ist, also was Intelligenz ist, ist mir klar, also ist Intelligence. Aber was dieses Artificial ist, habe ich keinen Plan. So, okay, also Sound, bisschen hoch, ne, also ich hätte schon gerne bei FIFA so ein paar jubelnde Fans und Pipapo und tralala. Weltdesign ist jetzt, ja, wenn ich jetzt, das weiß ja nie, wie das in dem Spiel wirkt, also. Ich sehe es halt in FIFA-Augen gerade, ne? Grafik ein bisschen runter, komm, wird sein ein bisschen hoch. So, gucken wir mal, wie viele Punkte wir da kriegen.
Auf jeden Fall, Technologie geht ordentlich nach oben. Jetzt haben wir 8 Bugs im Spiel, die werden wir eben noch rausknispeln. Ja, und der Powerzocker Let's Play, ich weiß, dass ihr alle Videos von mir anguckt, würde ich mal glatt meinen, in diesem Spiel bin ich der Boss. so, kommt nichts mehr dazu, gut, finish. Auf jeden Fall, das ist gut, das ist herrlich, ich hätte ein bisschen mehr gehabt. Aber ich denke auf jeden Fall, dass wir mit dem Ergebnis halbwegs zufrieden sein können. Wir releasen jetzt mal das Game und dann stellen wir gleich mal Mitarbeiter ein. Oh, wir können jetzt Open World machen, das ist natürlich cool, ja, für RPG, ne? Das ist natürlich wahrscheinlich richtig cool. FIFA 91. Gab's noch nie. Und wir haben hier eine 7. Oh Gott, was ist denn 6 geworden? Und hier haben wir auch eine 7. Und auch eine 7. Ich glaube, die sind sich einig hier. Dann kriegen wir eine 6, okay. Ja, also durchschnittlich. Ich hoffe mal, dass wir dann über den Game Report, und ich sehe gerade, wie Dortmund 1 und hinten liegt. Ob das geil Wiederholung. Kotzt mich richtig an. Ich weiß auch, dass kein Tor mehr fällt. Das ist richtig miese. Okay, und es sieht auf jeden Fall okay aus. Wir können mit leben. Ich hätte gerne ein bisschen mehr gehabt, aber es ist okay. Research. New Topic. Open World. Zack. Und schon wieder so ein komisches Teil hier, ne? Wenn man das mal entziffern könnte, ne? Das sieht für mich aus wie, keine Ahnung, wie irgend so ein Code halt. Nicht mal wie eine Sprache, sondern einfach wie ein Code. Das ist ein Spezialangebot für dich. Unsere Agenten haben kürzlich bla 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 zu Critical System. If you want to play War Games, then transfer 145.000. Okay, ich verstehe, glaube ich. Das heißt quasi, wenn ich jetzt 145.000 zahle, kann ich Kriegsspiele machen. Und ein anderes Unternehmen, glaube ich, wenn ich das richtig verstehe, wird dann sabotiert quasi von diesem Agenten. Ich drücke einfach mal ja, komm. Ja, und hier steht ganz groß Lauch Games. Okay, das ist completed. Wir haben noch ein bisschen Geld auf der hohen Kante. Wir verkaufen ja auch gerade noch ein bisschen. Ich will einen Game Report schreiben. Über FIFA 91, dass ich weiß, was ich jetzt mal besser machen könnte. In einem Statement, der Spieleentwickler Company erzählt, they have been victim of industrial sabotage, bla bla bla. And their current project has been... Geil, Polizei eingeschaltet oder sowas. Da auf jeden Fall hat es geklappt, da hat er irgendwas sabotiert bei denen. Und die haben mal 356.000 eingenommen, ist auf jeden Fall okay. Okay. Ja, Sound war okay, also ist auf jeden Fall interessant dafür. Aber Casual und PC ist terrible, okay, ich verstehe. Ist also scheiße. Gut, also nicht mehr Casual für einen PC machen. Gut zu wissen. Das merke ich mir. Na, Mensch, Meier. Research. Wir machen jetzt mal Marketing. Und dann würde ich sagen, stellen wir mal Mitarbeiter ein. Hallo Lauch Games. Wir folgen recent years. Also, on the planet Games, also known as G3. Ah, okay. One company at G3. Okay. Kein Plan, was sie von mir wollen. Wenn ich auch lese, wie die zwei Ersteller des Spiels heißen, ne? Sind das bestimmt Deutsche, die das gemacht haben. 100 Pro, ne? Warum machen die das auf Englisch, ne? Knallhart. Aber natürlich, klar, Englisch hast du halt mehr... Ja, mehr Marktanteil, ne? Okay, also ich habe ja gesagt, wir stellen Mitarbeiter ein. Hier kannst du jetzt einstellen... ne, das bin ich. Scheiße. nein. Hier, Fill Position, das habe ich gesucht.
kannst du jetzt einstellen, was die ja können sollen können, ne? Pipapo, tralala, keine Ahnung. Und hier kannst du einstellen, was sie ungefähr kosten. So, ich mache jetzt mal maximal 200.000 Kosten, das ist schon mehr als genug. Und ja, man kann nur eins auswählen. Komplex Algorithmus, wenn ich jetzt wüsste, Show Real Game, ich mache mal Game Demo. Eigentlich wollte ich jetzt gar nicht so lange aufnehmen. Ich wollte jetzt hier, was weiß ich, eine halbe Stunde aufnehmen. Dann hätte ich zwei Folgen gehabt, ne? Aber nein. Hier sieht man auf jeden Fall, Research ist okay. Aber das Tempo ist scheiße. Von Connor Ozen oder Ozen Connor. Hat auch nur Design 65 und Technologie 134. Level 1 kostet 11.000 im Monat. Und hier haben wir Sally Armstrong. Die Sally Armstrong ist Level 3. Hat Design 337. Hat Technologie 262 und Speed 355 und hat Research 127, kostet halt 33.000, weil sie Level 3 ist. Und hier haben wir noch den Garsh Farmer, der ist natürlich sehr langsam, ne? Da ist die hier schon wesentlich schneller. Ich meine, ich sehe ja jetzt kein Bild von ihr, ne? Aber ich würde auf jeden Fall die Frau einstellen, denn, ja, ne? Ihr wisst schon, Haier. Und wir können jetzt Medium Games machen. Und hier sieht man auf jeden Fall, da sitzt sie. Die Sally Armstrong. Ja, weibliches Personal ist immer gut. Die brauchen einen anderen Stuhl, ne? Und ich müsste den Monitor etwas schräger stellen. Ne? ja, ich würde dann gerne erstmal mit einem Mitarbeiter arbeiten. Das reicht erstmal vollkommen. Und ja, mal gucken, wie wir Game Dev Games machen wir mal einfach mal hier. Und nein, das ist ja, da werde ich ja schon wieder einen einstellen. Train. Ich will die, kann die auch feuern. Und hier erstmal das Willkommenstraining. Da muss ich sich erstmal unter Beweis stellen hier. Das war geil, ne? Oh, Large Boost. We take place in 4 weeks time. Do you want to participate? Das ist ein kleines Popper für Marketingmaterial. Komm, ich mach das mal für 80.000, weil das andere ist mir ein bisschen zu teuer. Was sie da jetzt wurschtelt, mal gucken. Und da sieht man, die hat eine Diskette auf dem Tisch liegen und einen Kaffee natürlich, denn ich bin ein freundlicher Chef. Ne? Okay. Und hier, Games Convention. Das ist der, genau, das ist das mit dem Messending, was ich da gemeint hatte in dem anderen Spiel, was da immer war. G3 ist also hier die Messe. Gut zu wissen. Oh, wir haben richtig gute Besucherzahlen, ne? Amad. Boah. Das ist nice. 43.604 Leute. Lauch Games, FIFA 91. Wir haben es aber nicht in die Top 100 geschafft. Gut. Okay, alles klar. Kann die auch trainieren? Natürlich, ne? Train. Die hat natürlich Research, Technologie ganz gut. Technologie, don't repeat yourself, but play with yourself, Sally. Mal gucken, was da passiert, dass wir mal wissen, was überall rauskommt. Und heute kommt hier Bonnie Play System 1 Prototyp.